Leute, damit herzlich willkommen zur dritten Folge Mario Kart Wii. Heute werden wir uns ausnahmsweise mal mit einem Kart den Stern Cup stellen auf den Maps Daisy's Piste, Cooper Cup, Blätterwald und Vulkangrollen und dann let's fucking go. Da sind wir auch schon auf der ersten Strecke, Daisy's Piste. Und wie man vielleicht schon ein bisschen merken kann, bin ich krank. Ich bin erkältet. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir werden uns trotzdem dem Sterncup stellen. Natürlich, mein Commentary wird jetzt natürlich nicht das geilste sein, dadurch, dass ich ein bisschen krank bin. Und ich denke, man hört das auch ein bisschen raus, aber das ist natürlich nicht so schlimm, hoffentlich. Und eigentlich wollte ich ein ganz anderes Thema ansprechen. Und zwar das 30-jährige Jubiläum von Mario Kart. Ja, es ist soweit. Mario Kart wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist so: Wird Nintendo da was rausbringen? Und darüber wollte ich halt so ein bisschen heute reden, weil ich werde halt einen neuen Mario Kart-Teil oder ja, einen neuen Ableger der Mario Kart-Serie einfach fühlen. Weil wir haben ja schon so lange Mario Kart 8 zum Spielen bekommen. Und, ach, das ist ein Blue Shell, DG. Auf jeden Fall, Mario Kart 8, ja, wir haben wirklich sehr lange schon dieses Spiel und es wird einfach Zeit für Mario Kart 9, finde ich. Und ich denke, wenn sie dieses Jahr Mario Kart 9 raushauen, das wäre schon nice. Und es gibt natürlich auch manche, die hoffen, dass wir irgendwie Nintendo Kart oder so. Aber es kann natürlich auch sein, dass Nintendo gar nichts rausbringt als Jubiläum. Und Digga, what the fuck? Es ist schon die zweite Blue Shell, Leute. Digga, ich will einfach nochmal ein scheiß Thema anreden. Und ich bekomme eine Blue Shell nach der nächsten geballert. Es wird Zeit für einen neuen Ableger. Und ich hoffe wirklich, dass sie einen neuen Ableger machen. Weil zum Beispiel bei... Für die All-Stars hat man ja auch gesehen, 35. Jubiläum von Mario. Da haben die ja auch einfach nur eine Collection rausgebracht. Und ich sag ganz ehrlich so... Auf eine Mario Kart Collection hätte ich jetzt nicht so Bock. So, wenn, also es wäre natürlich cool, wenn man so Mario Kart Wii oder Double Dash so auf der Switch mit Freunden online spielen könnte, aber ich meine, das sind auch so halt eigentlich die besten Mario Kart Teile so. Aber so Mario Kart 9 wäre halt einfach am besten. Ab dem Zeitpunkt, es sind natürlich auch viele, die denken, dass Nintendo Kart kommen wird, aber darüber werden wir in der nächsten Strecke reden. Ich meine, Nintendo Kart. Ich weiß nicht, wie ich mir das so richtig vorstellen könnte, so mit Nintendo Kart. Ich könnte mir das irgendwie jetzt nicht so richtig vorstellen, aber man muss auch so bedenken, so Mario Kart 8 Deluxe hat auch schon wirklich sehr viele Leute, die man als halt Charaktere oder Fahrer, die nicht aus dem Mario-Franchise sind. Zum Beispiel halt die Inklinge oder Link. Und die haben eigentlich absolut gar nichts mit dem Mario-Franchise zu tun. Aber es ist natürlich trotzdem einfach im Game. Aber ja, wie soll ich sagen? Er sollte schon meiner Meinung nach bei Mario Kart bleiben. Aber das Ding ist so, was ich mich auch fragen könnte, ist so, was werden die bei Mario Kart neu machen, so? Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Wie wird dort das Character Roster sein und so? Und ich hoffe, Real Talk, dass da mal was kommt, weil ich denke, würde dieses Jahr Mario Kart 9 rauskommen, dann hätte ich wieder richtig Bock, mehr halt so Nintendo-mäßig Art zu spielen, weil letztes Jahr, keine Ahnung, da kamen einfach keine Spiele raus, so auf der Switch, die mich einfach interessiert haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dieses Jahr dann mit Breath of the Wild 2, mit Splatoon 3 und Mario Kart 9, wenn das wirklich so wäre, dann, Real Talk, dann wäre das für Nintendo eigentlich meiner Meinung nach echt ein geiles Jahr für mich. Aber für was mich interessieren würde, denkt ihr, es wird das 30. Jubiläum von Mario Kart gefeiert oder nicht? Schreibt das auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Und auf jeden Fall, was ihr denkt, wird es rauskommen oder nicht. Ja. So, wir sind halt auf dem zweiten Platz und vor uns ist Donkey Kong. Den sollten wir am besten gleich einholen. Ich habe schon eine Red Shell. Ja, komm. Die werfen einfach mal nach vorne. So, hier fahren wir durch. Easy. Ja, Cooper Cup ist auf jeden Fall eine, meiner Meinung nach, sehr interessante Map. Und Donkey Kong, da wurdest du leider überholt. Schade. Da
Da sind wir auf dem ersten Platz. Let's go. So. 3 von 3 Runden. Ich hoffe, dass wir diese Strecke als Erster auch abschließen können. Und dass uns am besten keine Blue Shell trifft. Auch keine Red Shell. Die können wir eigentlich sehr gut abkontern mit den Bananen. Das ist sehr gut für uns. Scheiße, das ist dumm. Das ist dumm. Digga, warum bin ich jetzt Offroad gefahren? Ich bin so lost. Ich jag das sogar zur Strecke. Ich gehe einfach Offroad. Mann. Egal. Green Shell. Fuck. Junge, die Fake-Item-Box war einfach perfekt von Baby Mario. LOL! Die Green Shell. Die hat noch getroffen. Niemals. Okay, let's go. Ey, wir müssen jetzt irgendwie Baby Mario einholen. Das kann nicht sein. Ja, Koopa und Bowser machen jetzt auch noch Stress. Junge. Digga, was ist denn da? 6. Platz? Weg mit euch. Nice. Sehr gut, sehr gut. 2. Platz? Ja, komm. Was? Ne, den holen wir ein. Bowser, du hast eingeholt. Ja, komm. Ja, Digga, endlich. 2. Platz, okay. Ich hätte mir eigentlich eher den 1. Platz gewünscht, aber komm, mit 2. Platz gehe ich auch vollkommen mit. So, Jungs, jetzt sind wir auch schon auf der nächsten Strecke, die ich mit Nick schon im ersten Part tatsächlich sogar angesprochen habe. Und zwar der Wii Blätterwald. Und diese Map ist wirklich einfach nur geil. Der Soundtrack ist geil, der Look ist geil, die Idee ist geil. Und wirklich, ich liebe diese Map einfach. Die ist so abnormal geil. Ey, wirklich, ich liebe diese Map. Die ist echt geil. Ich habe ja schon darüber im ersten Part geredet, wie abnormal nice ich die Map finde. Aber ja. Ach, Power Knopf, okay. Ja, niemals. Ey, niemals. Ey, das kannst du nicht erzählen, dass dieser Power Knopf mich von der fucking Map stößt, Digga. Aber ja, wie ihr schon seht, sind hier laufende Wiggler auf der Map. Und ich finde die Idee wirklich cool, dass einfach Wiggler sind. Das ist einfach nice. Die geben auch einen Sound von sich. Echt eine nice Idee von Nintendo. Ich denke, viele hassen diese Wiggler. Oder finden die einfach abfuck. Aber ich finde die echt nice. So, da haben wir uns jetzt irgendwie wieder auf den 7. Platz hochgekämpft. Auf den 8. Und es muss irgendwas passieren. Am besten bräuchte ich jetzt irgendein geiles Item. Ach man, es läuft gerade nicht so gut. Wir müssen irgendwie einholen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie. Ein Pilz oder so wäre echt chillig. Okay, 2. Runde. Ach, die bekommen natürlich wieder einen Kugelwilli. Ey, Digga. Mario Kart Wii. Digga, was ist denn? Junge, Digga, will das Spiel mich verarschen? Digga, ich lobe gerade dieses Spiel komplett. Ich sag, dass die Map richtig geil ist. Und dann kommt der größte Betrug. Okay, Megapilz. Nicht Megapilz. Turbopilz. Oder, nee, Goldpilz. Genau. Das könnte unsere Rettung sein. GG bringt irgendwie gar nichts. Mann. Digga, das ist der Grund, warum ich die solche Maps hasse. Aber wir haben uns mit dem Goldpilz gerettet. Ich bin fast runtergefallen, aber ich habe mich göttlich mit dem Goldpilz gerettet. Real Talk. Ich habe schon... Wäre ich da runtergefallen, ich hätte rumgeschrien. Und warum bekommt jeder einen scheiß Kugelwilli? Kann das Spiel mir auch mal eingönnen? Nein. Gott. Okay, doch. Goldpilz, okay. Komm, da ballern wir. Komm. Was? Nein, nicht die Banane. Okay, gut. 4. Platz. Komm, Donkey Kong, Alter. Batz, Digga. Weg mit dir, Donkey Kong. So. Noch ein normaler Pilz, okay. Komm, dann müssen wir einfach. Und da sind wir auf dem 1. Platz. Jawohl. So will ich das sehen. So muss das, Jungs. Red Shell, okay. Ah, Red Shell natürlich nicht so nice. Da hat uns Donkey Kong eingeholt. Und der kleine Baby Mario Piss eingeholt. Okay, Blue Shell. Nicht von einem Blue Shell getroffen werden. Was ist denn die Hitbox von dem Teil? Ich sag sogar noch nicht davon getroffen werden. Und dann so, Junge. Ach du Kacke. Oh mein Gott, wie viele Bananen. Ach nö. Junge, was ist denn das? Junge, ich bekomme alle Items, die schlecht sind. Ja, ich brauche irgendwie, den ich jetzt reinfahren kann mit dem
unter Wolke. Ja, komm, ist klar. Ey, das ist auch mal wieder jetzt so typisch, ne? Da lobt man einmal das Spiel komplett hoch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hier, das sehe ich jetzt nicht ein. So. Rachel. Luigi, tschüss. Dritter Platz. Komm, nee. Wir müssen jetzt... Digga, was soll ich denn dazu jetzt auch noch sagen? So, hä, Digga, das ist halt so Betrug, Digga. Warum bekommt... Hä? Digga, ich hab Halsschmerzen, Digga, und schrei wegen diesem Dreckspiel jetzt rum. Weil irgend so ein scheiß Powerknopf kommt. Ey. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Digga, what the fuck? Ja, ist klar, Junge. Die bekommen alle 5 Kugelwillis. Ach komm, Scheißspiel, Digga. Ist klar, Junge, komm. So, Jungs, nachdem diese Map uns einfach eine blanke Faust reingeballert hat, sind wir auch schon auf der letzten Strecke dieses Cups. Und diese Strecke ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also, mir gefällt hier der Soundtrack. Ist halt chillig. Die Strecke ist auch in Mario Kart 8 drin. Ja, ich hoffe, wir können das hier gut abschließen. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen rein sweaten auf jeden Fall. Damit wir hier noch den Goldpokal rausbekommen. So, Goldpilz. Digga, das war... Das war nicht so... Das ist nicht so rein sweaten. Hallo? Yoshi, gehst du da mal weg? Hallo? Okay. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Und ich fahre an dem Item vorbei. Ja, schon wieder Goldpilz, okay. Ich bekomme heute ganz schön viele Goldpilz. Ach so, das ist die Map mit den Meteoriten. Ach du Kacke. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Ja, Megapilz, geil. Okay, let's go. Megapilz, wirklich. Auch eigentlich eine sehr geile Idee. Als Item. Weil ich glaube, zum Zeitpunkt, wo es MKW gab, ist, denke ich, schon Mario New Super Bros. DS schon längst rausgekommen. Und da ist einfach so ein Megapilz, der da halt reingebracht wurde. Bruder, ich will einfach mal normales Commentary machen. Und dann werde ich... Und in der letzten Sekunde, wo er sich von dem Megapilz zu wieder normal verwandelt, werde ich einfach von ihm runtergeschossen, Junge. Was ist denn das? Ja, das kannst du dir nicht ausrechnen. Nee, das sehe ich nicht ein. Komm, Rachel. Junge, geht gegen die Banane, Junge. Ey, das ist mal so Betrug. Ey, ich hasse es, dass die Map auffällt. Das ist echt nicht geil. Hier, Blooper, komm. Okay, okay. 5. Platz. Item mitgenommen. Pilz, okay. Ja, kann man ja. Hier will ich jetzt nicht unbedingt einen Pilz benutzen, wenn ich ehrlich bin. Komm, so. So, so, so. 3 Red Shells, okay. Die müssen wir gleich irgendwie verballern. Da bin ich mal sicher. Okay, erste Red Shell. So. Eine Red Shell hat schon mal getroffen, weil einer an uns reingefahren ist. Danke dafür. So, 3. Platz. Bomb. Okay, 2. Platz. 3. Platz. Wow. Komm, 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 komm. Bowser, weg mit dir, Bowser. Mann, er nimmt das Item mit. Und Fake Item Box. Okay, ausgewichen. Digga! Ich hasse. Digga! Scheißspiel! Junge, es lief mal wieder so gut, aber ich komme wieder alles in die Fresse, Digga. So, da haben wir jetzt irgendwie noch die Bronze-Trophäe bekommen. Ich bin mir nicht sicher, wie Rang D. Aber okay, Jungs. Es war eine sehr chillige Folge. Danke fürs Zuschauen. Da haben wir den Spezialcup freigeschaltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann den Spezialcup bekämpfen werden. Und dann, Jungs, haut rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir werden uns für heute noch wahrscheinlich dieses Jahr die 100 Abos knacken. Und dann, ciao.